Moin Leute, ich bin der Murat Demir, Men's Physique Pro. Wir sind heute hier in Bremen, Kattenturm McFit, und ich zeige euch mein Rückentraining. Und Bizeps kann ich leider nicht, ist vor 3 Wochen erst operiert. Hier ist der Cut, deshalb werden wir heute schön Rückentraining machen. Bis denn, aus! Moinsen Leute, ich heiße Murat Demir, habe mit 15 Jahren angefangen, Bodybuilding. Parallel dazu habe ich noch einen Kampfsport gemacht, also Boxen und Judo. Und jetzt mittlerweile bin ich schon ein Men's Physique Pro. Mein Werdegang, Amateure, Classic Bodybuilding und momentan Men's Physique Pro. Starte in den USA gerade aktuell, und dieses Jahr habe ich noch eine Menge vor, New York Pro. Dann wird da nochmal in Los Angeles, in Culver City, noch einen Wettkampf gemacht. Und dann werden wir schauen, was da noch so abgeht. FIBO natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Im April möchte ich euch alle da sehen. Ich hoffe, ihr habt eure Vorsätze auch wahrgenommen. Zur Weihnachtszeit war ja Essen, Fressen angesagt, und zum 1.1. hat man ja angestoßen und seine guten Vorsätze verwirklichen wollen. Ich hoffe, ihr seid voll dabei. Bei mir sieht das momentan so aus, ich hatte keine guten Vorsätze oder schlechte auch nicht. Also ich lebe so, wie ich schon immer gelebt habe. Allerdings habe ich noch andere Sportarten auch gemacht, und eines ist zu meinem Verhängnis geworden. Das war Tough Mudder in Hamburg, Oktober. Noch nicht mal eine Woche vor meiner USA-Reise zu meinem Pro-Wettkampf nach New Orleans bzw. nach Los Angeles, Sacramento, Phoenix. Da habe ich mich verletzt, und zwar hier genau. Da habe ich diesen Cut mir geholt bei einem Parcours, und war gar nicht mal so schwierig, aber jetzt momentan ist es wieder gepflegt. So sieht das aktuell aus, kann man direkt mal vergleichen. Also ich kann wieder pumpen, es ist gerade mal 3 Wochen her, aber natürlich mit leichten Gewichten. Ich hoffe, dass ihr eure guten Vorsätze wahrgenommen habt und dass ihr voll dabei seid und die Ernährung auch etwas umgestellt habt. So wie ich heute, ich werde einen Cheat Day haben, und denke mal, dass ihr 1, 2 Cheat Days einbauen könnt. Dann sollte es auch klappen bis zu FIBO. We'll be right back.
Jahre 2015 stehen noch einige Wettkämpfe für mich an, vor allen Dingen auch Messen. Messeauftritt Nummer 1 wird höchstwahrscheinlich in Paris sein, das weiß ich noch nicht, im März. Dann ist die FIBO natürlich, das ist Highlight für alle Sportler, die größte Sportmesse der Welt, Bodybuilding-Messe der Welt. Und das wird im April stattfinden und danach geht es auch schon Schlag auf Schlag weiter. Dann werde ich erstmal nach New York fliegen, New York Pro mitmachen. Und dann werde ich sehen, vielleicht dann da nochmal 2-3 Wochen bleiben, so wie letztes Jahr mit meinem Wohnmobil. Ich hatte mir ein Wohnmobil ja angemietet. Vielleicht habt ihr es ja bei mir auf dem YouTube-Channel ja gesehen. Ich überlege mir noch, ob ich nochmal ein Wohnmobil anmiete und dann durch New York. Wird schwierig, aber wird wohl klappen. Und danach werde ich in Dallas höchstwahrscheinlich auch einen Wettkampf mitmachen, Dallas Pro. Und dann stehen noch einige Wettkämpfe an. Und Messe in Birmingham darf man auch nicht vergessen, Body Power. Und dann in Schweden, Fitnessfestival und so weiter und so fort. Oder in Italien, Rimini. Da sind so viele Dinge, die ich noch vorgenommen habe dieses Jahr. Und die werde ich alle verwirklichen. Nach und nach lasse ich meinen Bizeps heilen. Nach der OP ist es natürlich nicht leicht, damit wieder zu trainieren. Aber man sollte die Ruhe bewahren und nicht gleich loslegen, falls ihr euch verletzt habt. Immer schön mit der Ruhe. Ich wünsche euch schöne Tage, erfolgreiche Tage, zieht durch, was ihr euch vorgenommen habt und ich verabschiede mich hiermit und ich hoffe, dass ich euch alle auf der FIBO sehe und von meiner Seite aus aus.